Riecht schon richtig schön nach Friteusenfett. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Burger King Video, wo wir uns neue Produkte vom Burger King anschauen, und zwar den Roasted Onion Lava Burger in der Doppelversion und die brandneuen Cheeseburger Nuggets, wo ich sagen muss, wow, Trash Alarm. Und dazu gibt es auch noch was Süßes, da kommen wir dann aber gleich zu. Und ja, wir gucken uns einfach diese Sachen jetzt hier mal an und mal schauen, ob es sich lohnt, mal wieder Burger King auszuprobieren. Dazu sei gesagt, ich war heute richtig faul und habe mir das einfach von Lieferando liefern lassen. Also ich habe auch direkt was vergessen, kommen wir gleich aber zu. Und es ist noch lauwarm. Pommes, ich rate euch immer davon ab, Pommes nicht zu bestellen. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, sondern eben Burger Nuggets und was Süßes. Denn ich hatte schon mal ein paar Videos bei Burger King gemacht, wo sogar wohl im Livestream was bestellt haben. Das ist, Pommes kommen nie so gut an, aber mal schauen, wie es mit den Burgern ist. Vielleicht ist alles ein bisschen mehr durchgesuppt, wobei man sagen muss, es hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie nah man an einem Burger King wohnt. Tatsächlich sind meine nächsten Burger Kings bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten Fahrzeit entfernt. Das muss man halt fairerweise sagen und dann darf man auch vielleicht nicht zu streng mit der Bewertung sein. Nichtsdestotrotz, das, was vergessen wird, ist dann natürlich scheiße, hat man nachher keinen Einfluss drauf. Ich werde mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich mich jetzt bei Lieferando oder Burger King beschwere, dass sie das vergessen haben. Das werde ich mal machen. Wie auch immer, wir fangen mal an mit dem Cheeseburger Nuggets. Hier sind die Sachen erstmal drin. Moment, muss ich mal hier zur Seite. Die sind ja ganz neu und der Name ist Programm. Hier steht zwar Plant-Based drauf, aber es sind die richtigen Nuggets. Ich habe schon erst Angst gehabt, dass sie mir die Nuggets geben. Dieses kleine Mini-Tütchen mit diesem Mini-Inhalt hat 5,49 Euro gekostet, denn für 50 Cent extra war noch eine Sour Cream dabei, die einfach nicht dabei ist. Die haben sie vergessen. Also habe ich jetzt hier 6 Cheeseburger-Nuggets und sie sind winzig. Wir gucken sie uns gleich in der Nahaufnahme an. Wirklich so ab und zu ein Haps. Riecht schon richtig schön nach Friteusenfett. Knusprig sind sie aber noch, aber allerdings nicht mehr heiß. Mikrowelle würde ich euch von abraten. Dann wird die Panade nur matschig. Macht es lieber auf dem Toaster, wenn ihr euch sowas nochmal warm machen wollt. Und dann kommen wir gleich zu dem Burger und dann gibt es den Nachtisch. Genau, den Burger habe ich nämlich hier. Ein ordentliches Teil. Double Beef. Bacon, Roasted Onions, Onion Rings und so weiter. Bacon ist auch, habe ich Bacon schon gesagt, gibt es auch als Plant-Based Variante und gibt es auch als Chicken Variante. Und ich weiß gar nicht, ob es auch Double Chicken gibt. Das wäre auch, wär auch geil. Double Chicken, Double Beef und dann Double Plant-Based. Ich habe schon mal einen 6-fach Big Mac Burger für euch getestet. Ich verlinke euch das Video, falls ich das nicht wieder verpeile. Der hat 9,49 Euro gekostet. Und das ist echt ein ordentlicher Preis. Aber das Ding wiegt auch ordentlich was. Für den Preis kann man dann schon fast in ein Restaurant gehen und kann sich bedienen lassen. Ja, also, den schauen wir uns jetzt an. Und eben aber auch zuerst den Nuggets und zuletzt dann eben den Nachtisch. So, 6 solche Dinger sind hier drin. Die sind wirklich winzig. Guckt euch mal meinen Finger daneben an. So isst man die natürlich nicht, aber ich möchte euch den Querschnitt zeigen. Geil! Sieht richtig geil aus. Hier so Käse drin, wie bei einem Cheeseburger halt. Dann sind so Fleischstückchen und so gehacktes Gürkchen sehe ich hier auch. Ups, Ketchup sehe ich jetzt nicht. Aber so sieht das schon mal richtig geil aus. Auch hier die Panade, schön dick. Riecht richtig geil, käsig und auch würzig. Oh, hier auch Zwiebeln. Hier am Rand sieht man so ein bisschen Zwiebeln drin. Also das, was auf einen Cheeseburger gehört, das ist hier drin. Und das finde ich schon mal richtig geil, muss ich sagen. Wir gucken dann noch auf den Burger, bevor ich es dann gleich probiere. Ich glaube, der ist hier so ein bisschen... Oh, was für ein Monster, ey. Was für ein Monster. Also... Das Brötchen sieht zwar schön aus, hier haben wir so ein bisschen, ja so vielleicht so Pfeffer oder sowas drauf. Das könnte so Pfeffer sein. Dann haben wir hier 2 Lagen Beef, 1, 2, ordentlich Cheddar, hier Onion Rings und obendrauf der Bacon. Salat ist hier so ein bisschen matschig, aber ich finde dafür, dass er jetzt geliefert wurde, auch mindestens geht, also ich meine, Salat ist schwierig, ja. Haben wir hier noch Burgersoße natürlich, aber ich finde, er sieht eigentlich ganz gut aus, so. Doch vor allem von den Farben finde ich ihn auch sehr ansprechend mit dem Onion Ring hier. Das ist jetzt nicht mehr knusprig, so ein bisschen weich, aber das ist, glaube ich, nie so richtig knusprig. Doch, also so gefällt er mir schon mal sehr, sehr gut. Wie viele Onion Rings sind da drauf? 2, 3 ordentlich Speck. Hier 3, 4, 5 Scheiben. Also wow, da ist schon wirklich ordentlich was drauf. Und ja, jetzt müssen wir nur schauen, wie es schmeckt. Aber wie gesagt, Onion Rings, knusprig, Oh ja, riecht richtig schön nach Friteuse, nach Friteusenfett. Muss man mögen. Boah, richtig geil.
sehr käsig, sehr würzig. Schmeckt wirklich intensiv, so nach Gewürzgurke und sowas. Und Käse, sogar ein bisschen Knack noch drin von der Gurke. Boah, finde ich mega geil. Außen wirklich relativ teigig, das sieht man nochmal, wenn man sich hier den Querschnitt anschaut, dass er schon teigig ist. Doch wirklich lecker. Ich finde gerade so diese Gewürz-Gurk-Komponente, die kommt sehr stark durch. Man muss sagen, die Fleischkomponente geht dafür etwas in den Hintergrund. Also viel Fleisch wird da nicht drin sein. Man sieht hier auch kaum, es sind wirklich nur so kleine Stückchen. Vielleicht macht das gerade mal so 5 oder 10% höchstens aus. Mal gucken, ob ich das hier rausfinden kann auf der Burger King Webseite. Also es ist nicht viel, aber ich finde die Geschmackskomponenten, das passt zusammen einfach. Es ist gewürzgurkig, knusprig, teigig, käsig und dann so ein bisschen Fleisch halt dabei. Also das schmeckt auf jeden Fall, aber ihr solltet eure Erwartung hinsichtlich des fleischigen Teils ein bisschen zurückschrauben. Das ist nicht so viel und man muss halt auch sagen, 5 Stück, 6 Stück, 5 Euro, also ein so ein Ding kostet damit fast 1 Euro, das find ich schon hart, ja, also da würde sicherlich mehr gehen für den Preis, aber gut, Aktionsprodukte, da, wen wundert das noch, leider steht hier keine genauen Details, wie das zusammengesetzt ist, ja, könnte man sicherlich jetzt noch im Internet finden, aber hier auf der Webseite finde ich es jetzt nicht so schnell. Nun gut, jetzt kommen wir zu dem Burger. Der hat übrigens 1004 Kalorien, dieser Burger. Ich meine, von irgendwo muss diese wunderbare Optik hier ja kommen. Also von nichts kommt nichts, ja. Also so etwas sieht nicht so aus, wenn es irgendwie 3 Kalorien nur hat oder so. Also diese Burgersoße finde ich gut. Der Cheddar kommt wirklich sehr gut durch. Unten haben wir auch nochmal schön Soße drauf und wirklich ordentlich Käse. Von daher. Ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen gequatscht, aber er war vorhin noch nur lauwarm. Also wenn man richtig heiße Burger will, dann sollte man vielleicht vor Ort sein. Wie üblich, geiler Fleischgeschmack, ist halt bei Burger King aber auch einfach gut. Richtig viel Käse, also die Käsenote kommt sehr, sehr stark durch. Der schmeckt sehr käsig, der Burger. Jetzt hatte ich hier noch nicht so viel Speck und Röstzwiebel dabei. Da muss ich hier nochmal nachlegen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das mit dem Roasted Onion ist, weil so geröstete Zwiebelnote habe ich jetzt hier irgendwie nicht dabei, sondern eher die Ringe. Aber die schmecken halt hauptsächlich auch eher nach Teig. Ist aber lecker. Wirklich gut. Der Speck, rauchig, würzig, hat eine richtig gute Note. Geht super mit dem Käse und dem Fleisch zusammen eben. Die Onion Rings, da kriegt man kaum was von mit, ganz ehrlich. Knusprige Onion Rings, naja, Roasted Onion Soße soll noch dabei sein. Also ich finde jetzt nicht, man schmeckt Zwiebel, das kann so ein bisschen von der Soße kommen und so ein bisschen von den Rings halt. Ich probiere jetzt mal so was pur von dem einen Ringe. Ja, ist auch völlig weich, also das sollte man wirklich wissen, wenn man sich was bestellt. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, die haben schon eine zwiebelige Note, aber ich finde unter dem Riesenmenge Fleisch und Käse geht das unter, weil das sind die intensivsten Komponenten und die Soße selber. Und so eine Mayo-Basis, man schmeckt sehr, sehr Mayonnaise durch, aber eben auch so eine leicht zwiebelige Note. Mit dem Salat gibt es einen super Kontrast, der ist auch richtig schön grün. Ja, ein sehr guter Burger, wobei ich halt sagen muss, er könnte eher Bacon Cheese heißen als Onion, Roasted Onion, weil ich finde, die Zwiebelnote kommt ein bisschen zu wenig durch. Da hätte man vielleicht noch einen Berg richtig Zwiebeln drauf machen sollen. Also noch frische Zwiebeln, das mögen viele Leute aber vielleicht wieder nicht. Vielleicht gibt es das deswegen nicht. Aber ich finde, wenn man jetzt wirklich so Roasted Onion will, dann bekommt man das nicht so ganz hier. Aber trotzdem ist das ein leckerer Burger. Und auch die, ist alles versaut hier. Und auch die Nuggets sind super. Jetzt muss ich mir eben noch eine Gabel holen und dann probieren wir den Hot Blondie, inzwischen kalt, mit Erdbeersoße. So, Nachtisch muss sein ein bisschen. Blondie, ich habe euch den Brownie, glaube ich, sogar schon mal irgendwie vorgestellt. Den Blondie aber eben noch nicht. Blondie ist quasi wie ein Brownie, nur blond. Die Erdbeersoße kostete extra. Das Teil hat gekostet 3,39 mit der extra Erdbeersoße. Riecht auf jeden Fall schon mal gut nach Erdbeeraroma. Oh wow, oh wow. Das Ding ist geil. Vanillig.
innen drin so unterbacken. Mit der Erdbeersoße geht das super. Relativ süß und so richtig schön knatschig, fatschig. Am Rand ist es dann ein bisschen fester. Sehr lecker. Also so ein Blondie geht auf jeden Fall, wobei ich mal jetzt behaupte, man fliegt dann auseinander, wenn man so einen Burger hat und dann noch die Nuggets. Von daher werde ich mich jetzt erstmal um die anderen Sachen kümmern. Aber ich muss auf den Mindestbestellwert kommen, deswegen habe ich den Blondie noch bestellt. Ja, also Fazit. Nuggets finde ich super, bisschen mehr Fleischnote könnte sein. Burger finde ich auch super, bisschen mehr Zwiebelkomponente könnte sein. Preise finde ich auf jeden Fall zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist jetzt nicht maßlos überteuert, weil man kriegt hier wirklich auch viel Fleisch bei dem Burger, muss man sagen. Aber es ist dann wieder auch irgendwo Fastfood nicht frisch gemacht. Und ich finde dann immer für so Fastfood solche Sachen irgendwie zu teuer. Wenn es jetzt im Restaurant frisch gemacht wäre, dann wäre der Preis sogar günstig eher. Aber so, ja, weiß ich nicht. Ihr dürft mir jedenfalls gerne mal schreiben, ob ihr die Sachen schon mal probiert habt. Wie findet ihr sie? Und wenn ihr schon mal dabei seid, gerne noch, was heißt, wenn ihr schon mal dabei seid? Es wäre super, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und auch ein Abo da lasst und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Ich sage herzlichen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.